Februar 2020 setze ich mir endlich das Ziel, mich intensiver mit den X-Men zu beschäftigen. Denn vorher kann ich ja nur die Cartoons und die Filme. Aber die Comics? Viel zu viel und viel zu kompliziert. Aber vor 12 Monaten wagte ich dann schlussendlich den Schritt ins kalte Wasser und habe seitdem meine Reise in diese Videoreihe dokumentiert. Wer aber zum allerersten Mal einschaltet, ihr findet nochmal in der Infokarte sowie in der Endcard die ganze Playlist. Aber hier, das ist die letzte Folge dieses Formates und daher zum letzten Mal das Intro. Die X-Men. Es gibt viele Charaktere, eigene Teams und sogar Events. Man könnte meinen, Marvels Mutanten sind ein Superhelden-Universum für sich. Mein Name ist Katz und begleitet mich auf meiner ganz persönlichen Reise, wie ich diesen Kosmos ergründe. Vor 5 Monaten nahm ich mir die Comics aus der Dawn of X Lineup zur Brust, zumindest die, die bei uns bis dato erschienen sind. Und ich habe eben jetzt 5 Monate Panini Comics Zeit gegeben, in der Hoffnung, dass sie noch mehr rüberholen. Und naja. Wir bekamen sonst noch die Wolverine-Reihe und die Fantastic Four X-Men Miniserie. Mit dem Event X of Swords, das bei uns nächsten Monat startet, endet diese Ära. Und alles danach erscheint mit dem Label Reign of X. Zu Verständnis, die ganz normalen Ongoing-Serien gehen regulär weiter, die werden jetzt nicht nochmal neu gestartet. Alles hat dann nur so ein Label von Reign of X, das ist, ja, zu reinen Marketingzwecken. Ich habe mir die Marauders angeschaut, sowie die X-Force, als auch logischerweise die Main-X-Men-Serie. Und alles, was jetzt noch üblich bleibt und mir halbwegs interessant genug erscheint, da habe ich jeweils die allererste US-Ausgabe gelesen und gebe jetzt mal so ein kleines Fazit. Mit der mittlerweile 4. Excalibur Volume geht es regulär weiter, nur mit neuen Teammembern. Und zwar Rogue, Gambit, Jubilee, Apocalypse und Trinary. Wieder mit von der Partie sind auf jeden Fall Brian Braddock, der aber seinen Captain Britain Titel an seine Schwester Elizabeth abgibt, früher bekannt als Psylocke. Die Serie spielt mit dem magischen Aspekt vom Marvel-Universum und allgemein englischer Mythologie. Werde ich es weiterlesen? Nein. Auch die New Mutants gehen mit der 4. Volume regulär weiter, und zwar mit Karma, Magic, Wolfsbane, Sunspot, Mirage, Cypher, aber auch ehemaligen Generation X-Mitgliedern Mondo und Chamber. Was das Theme der Serie ist, kann ich nicht genau sagen, aber der erste Arc ist auf jeden Fall ein Space Adventure. Die New Mutants haben mich nie wirklich sonderlich interessiert und tun es jetzt leider weiterhin nicht. Bei X-Factor sind wir ebenso in der 4. Volume angelangt. Das Team besteht aus Northstar, Polaris, Daken, Rachel Summers, Prodigy und Eyeboy. Das Team nimmt sich Fällen an von verschwundenen Mutanten oder Mutanten, die auf mysteriöse Art und Weise starben. Also eine Art Krimi-Mystery-Comic-Reihe mit X-Files-Vibes. Hört sich interessant an, aber ich krieg eher Interesse, die ersten 3 Volumes nachzuholen. Fallen Angels Volume 2 ist irgendwie ein seltsamer Fall. Zunächst hieß es, es sei eine Ongoing, dann verriet das Kreativteam die Serie pausiert und aktuell heißt es, es ist nur eine Mini und somit abgeschlossen. Im Zentrum sind Psylocke, aber nicht Elizabeth, sondern Squannon, X-23, der junge Cable, Husk und Blink. Worum geht's? Die Gruppe befreit Kinder von einem Sklavenhändler oder so. Und ja, ich werd's nicht weiterlesen. Zu guter Letzt die erste Helions Volume mit Havoc, Wildchild, Orphan Maker, Nanny, Empath und Skullhunter. Als Ausreißer von Krakoa, die sich nur ungern an Regeln halten oder sich nicht kontrollieren können, muss dieses neu geformte Team eine Art Therapie durchmachen und wird dabei von Mr. Sinister betreut. Für mich hört es sich eher nach einer kleinen Mini-Reihe an, als eher nach einer Ongoing, aber ich werde zumindest die 2. und 3. Ausgabe auch noch lesen. Die Cable und Wolverine Ongoing habe ich jetzt bewusst ausgelassen, weil mich beide Charaktere absolut nicht interessieren. Dazu gab es noch eine Wolverine Mini-Reihe, als auch eine Juggernaut Mini-Reihe und noch separate One-Shots. Also, ein Jahr X-Men Comics lesen. Was ist jetzt meine Bilanz? In den letzten 12 Monaten habe ich 267 Comic-Hefte, 13 Trade-Paperbacks, einen Oversize-Hardcover und 4 Omnibus-Bände gelesen. Wenn ich jetzt noch ausrechnen müsste, wie viel ich in den letzten 12 Monaten ausgegeben habe, würde ich definitiv einen Herzinfarkt erleiden. Vor allem, weil ich ja noch einiges vorhabe. Einerseits werde ich mir in den nächsten Monaten den 4. Uncanny X-Men Omni zulegen, sowie den X-Men Inferno Omnibus. Sonst gibt es einige Charaktere, die mich interessieren, wie Gambit oder auch einige Teams wie X-Factor oder auch X-Statics, wo ich gerne auch mal reinlesen würde, ohne dass daraus jetzt so eine Baustelle wird. Fest steht, meine Begeisterung für Marvels Mutanten ist weiterhin da, nur hat dieses Format jetzt leider ausgedient. Meine Entdeckungsreise entwickelt sich zu schlechten Reviews, die ich abarbeiten musste. Diesen Blick durch die rosarote Brille aus den ersten Folgen habe ich nun mal nicht mehr. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass es auf diesem Kanal nie wieder X-Men-Videos gibt. Aber dieses Format ist erstmal vorbei. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich auf dieser Reise begleitet haben, mir immer wieder Sachen empfohlen haben in den Kommentaren und generell der Austausch in den Kommentaren in den letzten 12 Monaten zum Thema X-Men. Wer neu einschaltet, wer wie gesagt, der kann sich die ganze Playlist nochmal anschauen, wer überhaupt Lust hat dazu. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen damit
für die X-Men begeistert. Beziehungsweise hoffe ich generell, dass ich mit diesen X-Men-Videos einige von euch dazu bewegt habe, selbst zu den Comics zu greifen und ja, in diese wunderbare Welt der X-Men einzutauchen. Vergesst nicht, mir auf Twitter zu folgen und damit sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal.